So, heute sind wir beim Robert. Und der Robert zeigt uns seinen verschärften 350Z und erklärt uns jetzt gleich mal ein bisschen, was er gemacht hat an dem Auto. Ja, Robert, wie kommt es, dass du den 350Z hier hast? Fast and the Furious, sag ich mal. Nee, vor ungefähr 10 Jahren wollte ich schon unbedingt mal einen 350Z haben, aber habe mich damals dann für den Audi TT 8N entschieden, wegen Turbolader, Allradantrieb. Und als ich den verkauft habe, meinte ich, ach, jetzt bist du ein bisschen älter, kaufst du was Gediegeneres, ein Audi S6 4B V8. Sehr gediegen, Ding, sehr gediegen. Aber dann doch zu entspannt für mich. Und so ist es dann gekommen, dass ich mir gedacht habe, gut, jetzt gönnst du doch mal den 350Z. Und hier steht er. Ja, so, Wahnsinn. Vor gut 1,5 Jahren, noch total im Serienzustand. Und so sollte er eigentlich auch bleiben. Und nun, ja, bin ich ein Army Police. Was hast du Schönes an dem gemacht? Nimm uns doch mal ein bisschen mit hier an dem Auto. Ja gut, angefangen hat es natürlich mit Felgen und Fahrwerk. Das ist das Typische. Ich habe lange im Internet gesucht und bin bei HS Motorsport in Eching auf die Pro Track Wheels gestoßen. Hab HS Motorsport angeschrieben, habe sie mir gekauft, pulvern lassen, weil in der Form gab es nur in Silber und die vorderen gab es in Schwarz-Matt. Ja, das ist natürlich scheiße, Silber vorne Schwarz-Matt. Ja, pulvern lassen. Pulvern lassen. Ja, und die Folie jetzt hier, du hast ja diese abgefahrene 9-11 Police Folie, wie kommt es zu der? Wie kommt es zu dir? Reiner Zufall, sage ich mal. Naja, aber du hast alles selbst gemacht, oder wie? Ich habe hier wirklich alles selbst gemacht. Okay. Alles selbst eingebaut und ich lasse auch ungern andere an meine Fahrzeuge dran. Da gibt es eine Folie, die hat Luftkanäle drin, da ist es ein Kinderspiel. Ja. Wenn du da eine Luftblase hast, du gehst mit dem Daumen hin und ziehst sie hier hinten. Und mit dem Daumen? Genau, und durch die Luftkanäle wird die rausgedrückt. Ach krass, also cool. Das ist wirklich kinderleicht heutzutage. Okay. Das ist nur bei den chinesischen Folien noch da. Da kriegst du gerne mal Luftblasen. Man muss halt dann aufstechen mit einer Nadel, wenn es wirklich in der Mitte ist. Okay. Ich krieg's zum Glück so hin, dass es ohne Luftblasen entsteht. Dann kam natürlich Need for Speed Head raus. Und dann habe ich angefangen, mein 350Z ein bisschen herzurichten, ein bisschen zu tunen, schon mal da rumzuprobieren. Und dann habe ich gemerkt, ey, der Style gefällt mir. Der passt zu dem Auto, ist einfach geil. Ja, ich sag mal so, ich nutze die Games, um meine Inspiration umzusetzen. Ah. Es macht mir genauso viel Spaß, meine Sachen erstmal virtuell zu erstellen. Ich habe bei meinem Audi TT damals, da habe ich mir Blueprints runtergeladen, ja, habe mir in ein 3D-Programm mein Auto virtuell nachgebaut und dann die verschiedenen Polierungen alles angebracht. Okay. Sowas macht auch Spaß. Und dann zu sehen, okay, das, was du vorhast, das funktioniert so, das schaut gut aus. Ja. Und dann die erste Folie zu kaufen und das dann tatsächlich umzusetzen. Und du merkst, das, was du dir in deinem Kopf vorgenommen hast, funktioniert so. Und ich finde, das ist einfach alles stimmig hier. Dann habe ich mir neue Scheinwerfer von Lars Zeise besorgt, die Depot, schwarz lackiert, finde ich, haben die Augen wie vom Bumblebee. Also auch, du bist also auch ein Transformers-Fan, oder total. Wie? Total. Ja? So bin ich dann auf Transformers gekommen. Da haben wir gedacht, gut, machen wir Transformer-Police, die transformieren, gibt es bei Transformer auch und ich finde es geil. Hier will ich mir welche reinbauen. Ach geil. So ein bisschen versteckt, dass es einfach wirklich hier nur raus leuchtet, aber dass man sie nicht sieht, weil das schaut nicht schön aus, die hat sie schon hingehalten, die sind zu groß. Vielleicht bestelle ich mir auch noch andere, die was ich mir jetzt gekauft habe, die haben 16 Euro gekostet, das sind so China-Sachen. Wenn es mir nicht gefällt, dann sind mir die 16 Euro vollkommen egal. Und dann gibt es noch welche fürs Dach, die was man natürlich einfach nur an einen Zigarettenanschluss ansteckt, die was man sich dann mit Magneten oder Saugnäpfen einfach drauf montieren kann und fixieren. Kommt das, glaube ich, ziemlich geil. Und kannst du den Lichtbalken dann, wenn der dann hier auf dem Dach ist, kannst du den dann drauf lassen, eigentlich auch im Straßenverkehr? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, im Straßenverkehr gar nicht. Okay. Also der muss runter. Das ist genauso mit den Lichtern vorne. Okay. Die dürfen auf jeden Fall während der Fahrt nicht zu aktivieren sein. Ah, okay. Und das muss ich jetzt noch abklären.
Okay. Weil in Deutschland müssen montierte Lichter müssen funktionieren, aber dürfen nicht funktionieren. Also das ist jetzt wieder das, die was ich habe, die haben ein Verlängerungskabel daran. Die LEDs sind vorne, dann haben sie so ein kleines Kabel und dann Verlängerung. Dass ich das so montiere, dass ich einfach das immer abstecke. Ah, okay. Und wenn ich es will, dann einfach anstecke. Ah. Nämlich dann habe ich keine Lampen dran, also muss es nicht funktionieren. Ah! Ja, genau. Und man muss irgendwie. Aber die Lippe, die ist von Ingo Norg. Ja. Die hat eine ABE, ist eintragungsfrei. Natürlich jetzt durch die ganzen Tiefverlegungen, alles Mögliche, muss das jetzt auch eingetragen werden, weil die ABE erlischt natürlich gleich, wenn man das Fahrzeug tief verlegt. Bin leider schon mal aufgesetzt. Lippe hat es überlegt. Aber ist ein bisschen. Aber mein ganzer Unterfahrschutz hat es zerrissen. Ach, wo bist denn da rüber gefahren, du? Ja, ich bin beim Einparken ganz lässig, cool hingefahren. Neben mir stand einer mit runtergelassenem Fenster. Ich schaue ihn so an und fahre so rein. Bin zu weit vorgefahren und macht's bam, alles zerbrochen unten drunter. Er schaut mich an. Hat natürlich mit mir gelitten. Genau, die Brembo-Bremsen, sind die Serie oder ist das auch? Die sind Serie. Die sind Serie drauf. Genau, okay. Außer man hat das US-Modell, dann sind sie nicht Serie. ST-Fahrwerk, das XTA, härteverstellbar. Mhm. Sieht man jetzt nicht viel, aber optimales Fahrwerk ist von KW, ein Schwesterunternehmen. Da kann man nichts falsch machen, Preis, Leistung. Mhm. Was Besseres gibt es nicht. Dann die Seitenschweller sind von Maxtem. Die haben auch eine ABE, also somit auch eintragungsfrei. Mhm. Jetzt muss ich es eintragen, wegen der Tiefverlegung. Ja. Ja, Plastik halt. Hat jetzt keinen aerodynamischen Vorteil, minimals vielleicht, aber das ist eher ein Optikteil. Okay. Aber schaut gut aus. Und da mit dem kleinen Detail mit Transformers nochmal hingewiesen. Genau, du machst da nochmal etwas. Sind so kleine Akzente, die man nicht wirklich wahrnimmt, aber dann doch wieder auffällt. Ja, da merkt man einfach, du liebst dein Auto, ne? Mir taugt das wahnsinnig. Okay, was hast du am Heck alles gemacht? Genau, Heck haben wir hier als Drosseck-Heck-Spoiler. Ist eigentlich der einzigste schöne Spoiler, den man so in Deutschland eingetragen kriegt, ohne größere Probleme, weil er einfach eine Teilenummer hat. Mhm. Wäre bei mir auch nicht das Problem gewesen, hätte er Lehrling von Lackierer mir damals nicht die Teilenummer rausgeschliffen. So musste ich jetzt einen Hersteller anschreiben, wo ich ihn gekauft habe, anschreiben, alle anschreiben, TÜV anschreiben, wie das ist, ob ich sie mir wieder selbst eingravieren darf. Haben sie alle mit Zwinkern gesagt, auch zugesperrt, haben sie alle gesagt. Das können wir machen, oder? Das geht schon. Robert, mach ruhig. Habe ich mir extra ein Gravurgerät gekauft und wieder neu eingraviert. Nicht schlecht. Ein Riesenspaß. Also bei dem Auto, ich hatte nur Probleme. Ich habe mir schon gedacht, ich schmeiße es weg, ich habe keinen Bock mehr. Oh nein, Robert. Ja, oh nein. Aber warum? Warum? Was war los? Also, Heckspoiler gekauft. Der Flügel an sich ist sofort gekommen. Das ist genau da, habe ich mir gekauft, wo Corona kam. Ja, okay. Ja, ich glaube, ich habe ein halbes Jahr auf die Füße gewartet, bis ich die endlich bekomme. Dann sind sie beim Tuner eingetroffen. Habe ich ihn angeschrieben, ja, die sind da, aber die haben sie vergessen zu eloxieren. Also mussten sie es wieder zurückschicken und ich musste wieder warten. Ich hatte ein halbes Jahr diesen schönen Heckflügel zu Hause liegen und konnte ihn nicht montieren. Mit Untersteller draufgestellt, haben wir angeschaut, ja, sehr schön. Ja, der wird richtig schön. Genau. Und hilf mir noch einmal, das Eloxieren ist wichtig. Was passiert, wenn es nicht eloxiert ist, das Aluminium? Das Eloxieren ist einfach jetzt, damit es geschützt ist vor Regen, vor Wettereinflüssen. Ja. Nämlich, auch wenn es Aluminium ist, Aluminium kann ja auch oxidieren. Mhm. Somit geht es kaputt und das Eloxieren verhindert. Ja. Wieder zum Lackierer, wieder fertig. Und dann endlich konnte ich montieren, ich glaube, ja, knapp ein Jahr lang. Ein Jahr, Wahnsinn. Das ist die Story dieses Spoilers. Aber mir gefällt er richtig gut. Also ich finde, es hat sich gelohnt, Robert. Hast du eine richtig schicke Lippe da? Als erstes wollte ich die Ducktail-Lippe haben, aber die hat auch jeder zweite Z-Fahrer. Den hat jetzt halt auch einige, aber nicht so viele und er schaut einfach, der passt dazu, als gehört er zu diesem Auto. Also du probierst so lange, bis du wirklich sagst, hey, jetzt schaut er richtig scharf aus, jetzt taugt es mir richtig. Also ich gebe da wirklich auch viel Geld aus. Ich nehme da auch öfters, kaufe mir verschiedene Folien, probiere, mach drauf, zieh wieder ab und ja, man muss es testen. Ich bin Handwerker, ich muss es erstmal bauen. Ja, ja. Und dann sehe ich, okay, das passt. Aber schaut auch richtig schick aus. Ja, ja.
Und was hast du da unten noch gemacht bei deinem Z? Das, da hast du noch gar nicht drüber gesprochen. Da, wo man die Faust reinstecken kann. Wo man die Faust reinstecken kann, das ist so der typische 350Z-Auspuff, was in Deutschland eine ABE hat, was eintragungsfrei ist. Das ist die Gemini V1. Genau, da braucht man nicht viel zu sagen. Jeder Z-Fahrer weiß sofort, gut, kenne ich. Steckst du jetzt lieber nicht rein, weil wir sind mal gerade gefahren. Sonst, ja, sonst tut's weh. Sonst ist es heiß und du bist ganz schmutzig. Hier, Heckscheinwischer gecleant. Genau, ansonsten nur noch so Kleinigkeiten, andere Blinker, da ist jetzt, wenn ich blinke, kommt da nur noch ein orangener Strich, schaut auch ganz geil aus. Und ja, wie fährt er sich eigentlich? Was sagst du zum Fahren, zum Fahrgefühl? Fahren, Sauger, sehr gediegen, wenig Leistung. Wie viel PS hat der? Offiziell 280, ich will gar nicht wissen, wie viel er mittlerweile nur noch hat. Nein, also jetzt mal wirklich, das Auto, das fährt sich einfach Bombe. Da willst du brauchst da kein Turbo, du brauchst da nichts anderes, du willst einfach die Freiheit, das Fahrgefühl, wenn du um die Kurven fährst. Aha. Alles wackelt, alles knackst, alles, die Gangschaltung, die vibriert und die wackelt. Nein, es ist Fahren. Alright, top, dann beenden wir mal hier. Dir nur rumdriften mit deinem Auto. Ja, ich bin absolut kein Drifter. Ja, ich bin mir die Reifen zu schade. Ich bin ein einziger Mensch. Wolltest Rocket Bunny draufhauen eigentlich das Kit auf den Set? Nicht in Deutschland. Also, warum nicht? Es ist legal, aber wenn man dann manche sieht, die was das Rocket Bunny Kit in Deutschland haben, du darfst das Auto, da brauchst ein Luftfahrwerk, das so oder so ohne Luftfahrwerk schaut scheiße aus, weil du in Deutschland nicht so tief fahren darfst, dass es gut ausschaut. Ja, guter Punkt. Ja. Dann die Felgen erstmal finden, die was in Deutschland auch hier zugelassen sind. Das ist ein großer Stress und kostet viel Geld. Okay. Sehr viel Geld. Okay. Ich glaube, das Kit allein 12.000 Euro, dann nochmal einbauen, abnehmen lassen. Ich glaube, da bist du schon bei 15.000 bis 20.000 Euro los. Boah. Schaut auch richtig schick aus. Geil aus. Ja, ja.